Klavier direkt vor dem Friedensengel im Zentrum Münchens. Das Instrument ist in den kommenden 2 Wochen für jeden zugänglich. Und nicht nur das. Mehr als ein Dutzend weitere Klaviere stehen überall in der bayerischen Landeshauptstadt auf öffentlichen Plätzen. Sogar am Münchner Flughafen lädt eines zum Musizieren ein. Hintergrund der Aktion ist es, Musik in den öffentlichen Raum zu bringen, Plätze zu beleben und Menschen zusammenzubringen. Mit Rücksicht auf die Anwohner werden die Instrumente nachts zugedeckt und abgesperrt. Am Design konnte jeder mitarbeiten. Eine Jury kürte die besten Entwürfe, die nun in München zu sehen sind. Allerdings meint es der Wettergott nicht gut mit den Musikfreunden. Wegen aufziehenden Regens können vorerst nur wenige Klaviere freigegeben werden. Vor 2 Jahren durften wir ein Klavier umgestalten, das stand dann im Freien und ist dann nass geworden nach 2 Wochen und konnte man dann nicht mehr spielen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, Hüllen hier zu bauen. Ähnliche Aktionen gab es bereits in New York, Hongkong und Paris.